So, da sind wir wieder, Spaßfreunde. Ich musste leider Gottes die Aufnahme letztens relativ abrupt abbrechen, weil meine Kanickel meinten dann voll auszurasten und das möchte ich euch ungern in der Aufnahme antun. So. Ich hoffe aber, dass sie sich jetzt mal ein bisschen stillhalten. Okay. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes! Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir, können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drinnen. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Oh, cool, Gegner. Ja, ich tue jetzt auch nicht überrascht, weil wirklich einen Teil davon kenne ich schon. Bevor ich euch jetzt hier einen vorspiele, mache ich das lieber so, ne, wie ich das Ganze auch wirklich miterlebe. Das war daneben, Kollege. Ach ja, ich habe ein bisschen, wie man wahrscheinlich sieht, rumgebastelt. Bin ich immer noch? Nein. Ich habe jetzt meinen Flammenwerfer habe ich beibehalten, aber ein wenig hier so Maschinengewehr-Zeugs dabei gebastelt. Fand ich ganz geil. Finde ich ganz cool so. Och, Kollege. Guck mich nicht wieder an. Wende. Finde ich schon ganz geil. So, die Combination. Oh, da haben wir noch was liegen lassen. Wir müssen da oben lang, ja. Naja, genau. Jetzt geht die Tür auch wieder auf. Wunderbar. Da lang. Okay. Eine große Halle, genau. Da muss ich jetzt ein bisschen mit diesen Energiedingern rumhantieren. Da unten zum Beispiel ist einer. So, du. Wir halten schon viel aus, ne? Das Feuer wirkt erstaunlich gut. Schmeckt mir. Komm, können wir noch mal kurz nachladen. So. Und was mir auffällt, beziehungsweise was negativ auffällt, wenn ich, warte, den machen wir kurz noch. Jetzt ist Ruhe. So. Wenn ich einen Teil der Waffe leer geschossen habe, dann wird instant nachgeladen, obwohl ich mit dem anderen noch schießen könnte. Deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen. Oh geil, Wolfram gefunden. Dass ich nicht komplett die Waffe leer schieße, wenn ich noch schießen möchte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja, wenn man es weiß, dann kann man damit relativ gut umgehen. So, hier sind auch noch zwei Gegner drin. Ja, da ist schon wieder passiert. Gesehen? So. Du noch. Gut, jetzt haben wir den Raum auch ausgeleiert hier. Auf. Komm da raus. Jetzt das Ganze hier rein. Geht auch die Tür wieder auf. Da oben ist auch noch was. Ich weiß nicht, wofür das ist. Ich probiere das jetzt mal aus. Das hatte ich beim letzten Mal, als ich das aufgenommen habe, nicht gemacht. Vielleicht ist da noch was Geiles. Wer weiß.
Will Smith nicht, ha. Okay. Nicht, dass es jetzt hier eigentlich schon weiter, aber Werkstatt hört sich doch gut an. Moment. Ich bin, oh toll, ich bin von hier gekommen. Ja, gut, wunderbar. Komm da aus. Wo ist die Leiter hin? Hier. Okay. Jetzt müssen wir das große Tor aufmachen. Wunderbar. Oh, da war auch wieder Wolfram dabei. Hätte ich mich ja eigentlich mal ein bisschen genauer umsehen. Okay, hier müssen wir wieder hacken. Na komm. Hier einmal, genau, wunderbar. Zweimal. Da sind sie ja. Und auf damit. Sein Gesicht war im Hinterkopf. Und er hatte statt Händen Knochenstöpsel. Ich hoffe, es macht ihm nichts aus. Nein, ist kein Problem. So, tschüss. Oh, das. Ja, gut. Das war nicht nett, Kollege. So, jetzt lasse ich die drei Schuss drin, damit er nicht im Kampf nachlädt. Okay, jetzt muss ich so oder so nachladen. Na gut, wenn der da hinten eh rumpimmelt, kann ich auch mal kurz nachladen. Mir gefällt der Flammenwerfer echt gut. Ich habe auch noch eine kleine Upgrade-Platine reingeballert. Und jetzt kann ich mir den Schaden schon echt schmecken lassen, muss ich sagen. So. Boah, diese Sucherbots, ne? Gehen wir langsam ordentlich auf den Senkel. Genau, hier ist die Waffe jetzt im Safe, die brauchen wir später erst. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Ja, aber das machen wir, wenn wir mit der hier fertig sind mit der Nebenmission. Jetzt kommen erstmal wieder Gegner. Wo eigentlich? Ach Mist, jetzt habe ich die Waffe doch schon dabei. Okay. Naja gut, schade ich ja nicht. Ich mag dieses Stromzeug voll gerne. Ziemlich effektiv, wenn ihr mich fragt. Na. Mich doch wohl gleich nicht überraschen. Die ist und bleibt echt meine Lieblingswaffe hier. Haben wir's? Nein, eher noch. Wie Inventar ist voll. Da schmeißen wir doch mal ein wenig Munition weg. Genau, da muss ich lang. So, komm. Wir haben keine Stange dabei. Scheiße. Ich hoffe, dass hier demnächst noch eine Bank kommt. Wahrscheinlich müssen wir das auf dem Rückweg eh wieder mitnehmen. Von daher.
Truhe mach auf. Da ist nichts, da ist nichts. Und hier noch. Ja, komm. Oh. Oh, wie theatralisch er gestorben ist. Tut mir leid. Nicht. Leiter hoch. Sonst ist hier nichts. Schön. Diesmal von der richtigen Seite. Diese Stille. Herrlich, ne? Und wieder ein Aufzug. Yeah. Die Waffe hat auch was, ne? So, ab diesem Aufzug weiß ich dann auch nicht mehr, was abgeht. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Gegner, die ganz kreativ von der Decke fallen. Eine Nachricht. Faster! Das Signal kommt immer näher. Wie es Ihnen geht, aber ich habe noch nichts zu essen gesehen. Keine Sorge, wir bekommen bald alle zu fressen. Was? Hier lang. Etwas zu fressen? Na. Das sagt man aber nicht. Okay, ab geht's, komm. Auf. Eine Bank, wunderbar. Dann bauen wir jetzt hier schon mal für den Rückweg so eine Stange. Und zwar war das hier und hier. Zurück, was verkaufen. Eigentlich wollte ich die... Soll ich die mitnehmen oder... Nein, ich möchte meine Waffe mitnehmen. Cool, jetzt habe ich irgendwie zwei davon. Wahrscheinlich ist das der Bug dadurch, dass ich jetzt das Spiel nochmal ab dem Speicherpunkt neu gestartet habe, dass mein Inventar gespeichert wird. Und ich dadurch die Platten nochmal in Dings hatte. Kann man wahrscheinlich irgendwie exploiten, denke ich mal. Ein großes Areal. Was sagt uns das? Bei mir klingeln die Gegnerglocken. Kann ich das benutzen? Bestimmt kann ich das benutzen. Okay, ich suche mir jetzt schon mal eine Ecke, wo ich mich gleich verschanze. Da ist ein Lüftungsschacht, das ist eine doofe Idee. Hier ist soweit sicher. Okay. Dann kommt mal her. Oh nein, die Kleinen. Ah, die sind so eklig. Brennt. Geil. Die sind voll anfällig für das Feuer. Wie geil ist das denn? Okay, jetzt Waffen wechseln. Das ist ja geil. Wie anfällig die sind für den Flammenwerfer. So, wer keinen Kopf hat, kann auch nicht mehr spucken. Du bleibst direkt liegen. Wiedersehen. Hat ja mal richtig gut geklappt jetzt. Gefällt mir. Jetzt habe ich meine neue Lieblingswaffe für diese hässlichen Spargeltarzahne gefunden. Muss mal direkt liegen. Wie lange braucht dieser Aufzug denn? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ah, hat er mich getroffen. Du bist mal schön ruhig. Okay, da kommt der Aufzug. Sehr schön. Jetzt erstmal plündern. Halbleiter, Smartgel. Moment. Okay, Inventar ist voll. Ja gut, das kleine Zeug, das will ich jetzt eh nicht mehr mitnehmen. Boah. Alter. Overload. Das möchte ich schon noch mitnehmen.
Ja, tun wir mal 10 Schuss für weg. Und was muss ich jetzt hier machen? Aha. Ui, fett. Ja, okay. Gut, ich muss jetzt etwas mehr Platz machen. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Und du kommst weg. Und du kommst weg. Sollte eigentlich reichen jetzt. Boah, ich muss hier erstmal aufräumen. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Oh, weg damit. So, jetzt kann ich hier vernünftig gucken. Okay, 2 Medipacks noch und... Ah. Ich hoffe, ich bereue das nicht, dass ich so viel Muni wegschmeiße. Okay, ich glaube... Wir haben damit unsere Nebenmission erfüllt. Gucken, wo wir jetzt landen. Das Areal kommt mir bekannt vor. Ja, spiel mal ab. Oh nein. Nein. Nein, nein, nein! Er hat alle Lebensmittel ruiniert! Sarge! Haben Sie gehört? Futsch! Es ist alles futsch! Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was soll das denn heißen? Das Fleisch ist überall um uns herum. Leckeres Fleisch. Oh. Finger und Zehen und Nasen. Hey, wo wollen Sie hin? Was ist denn hier Sie gefahren? Hey! Jeder muss verstehen. Sie müssen wissen. Sie müssen essen! Otternasen, frittierte Otternasen. Hab mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Okay, wir sollen dahin. Ja, ich denke mal, der Gute hat mit der Zeit ein bisschen einen am Helm bekommen. Auf dem Planeten kein Wunder. Der tolle Freund von der Ellie scheint ja auch langsam dafür anfällig zu werden. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ich wollte schon sagen, wir haben eine halbe Stunde Aufzug. Och Gott! Ruhe! Da, ich helfe dir mal raus. Noch jemand, der möchte? Oh, du! Alles klar! Jetzt habe ich ja wieder Platz im Inventar, geil. Was kriege ich direkt wieder? 11 Trilliarden Munitionspacks. Was soll uns nicht stören? Da soll ich lang. Hier gibt es soweit nichts Cooles mehr, oder? Nee. Moment. Wohl. Der Teil kommt mir. Oh. Mir ist der Kopf voll entgegengeflogen von den Deppen. Wolf haben wir da dabei. Bin gerade am Plündern. Geil, das häuft sich in letzter Zeit mit dem Wolfram. Ah, vielleicht haben wir jetzt genug dabei, um uns hier mal zu pimpen. Upgrades. Komm schon. Fuck yeah. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Halbleiter. Dann sind wir, was das betrifft, schon mal voll auf dem Damm. Bank, irgendwas einlagern? Nö. Ja, die Superbots schicke ich gleich nochmal los. Ne, 2 wollte ich so. Jetzt wieder der Marathonaufzug. Ich muss sagen, die Speicherpunkte sind echt rar gesät hier in dem Spiel. Meine persönliche Meinung. Und der Aufzug fährt entschieden zu lang. Ich werd bekloppt in dem Aufzug.
vor, zurück und vor, zurück und rolle. Geht doch, ey. Halbe Stunde hier mit dem Drecksaufzug gefahren. Ist das so dunkel? Mir gefällt das nicht. Ah, hier ist wieder unser... Da. Elektroschockmodul? Wie geil ist das denn? Komm, du musst dafür jetzt mal weg. Na, so, mitnehmen. Hier ist unser Bus. Komm. Damit haben wir die Nebenmission geschafft. Und es geht wieder Richtung Waffenarsenal. Schon cool, so ein Gängesystem. Obwohl mir auffällt, dass das echt nicht schick aussieht, so grafikmäßig, ne? Ziemlich verwaschen alles. Boah, okay, man kann auch jetzt mit Macht nörgeln. Da sind wir auch schon wieder. Und aussteigen. Ja, okay, ich denke mal, jetzt geht's einfach wieder Richtung Hauptmission. Mit einer weiteren epischen Aufzugfahrt. Oh gut, das ging aber. 65 Altmetall. Ich brauche eigentlich Halbleiter, wie bescheuert. Ja genau, hier ist schon wieder die Leuchtfackelspur. Eigentlich könnten wir mal die Sucherbots losschicken. Ressourcensammler online. Die Körperplatten eines Ressourcensammlers anzufassen wird als unhöflich erachtet. Darf ich jetzt bitte... Danke. Ressourcensammler online. In meiner letzten Leistungsbeurteilung stand mangelnder Enthusiasmus. Was dazu führt, dass es... Ja, die sind ja sehr kritikfähig, die Bots. Okay, jetzt aber wieder Richtung Hauptmission. Ja, da sollen wir rein, in den Delta-Kaserne. Komm, mach auf. Bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist? Es liegt nun an uns. Und jetzt haben wir auch eine Stange. Die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Volkswirtschaft haben. Sehr schön, aufmachen. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Altmetall. Drecksmunition. EN-Wandler. Halbleiter, sauber. Und was hier drin? Noch mehr Halbleiter, geil. Na gut, wolframtechnisch hat sich das jetzt nicht gelohnt. Aber wir brauchen sowieso Halbleiter. Das, die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen da sind noch Schränke. Es liegt nun an uns, das Och! Ist da so ein hässliches Vieh drin? Das ist aber auch nicht wir nett, wissen, ne? Dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Ein bisschen Gel noch. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen. So. Ah, das ist neu. Hui. Sind wir wieder draußen in der Kälte? Was ist das denn? Ach so, so ein hässlicher Kopf. Nee, nee. Ah, ich muss mir angewöhnen. Ich muss mir angewöhnen, die... Ah. Jetzt nimm doch den Scheiß... Alter! Wie er halt den E-Knopf nicht nimmt. Das kann doch nicht wahr sein.
Nein! Das gibt's doch nicht! Mehr als E drücken kann ich auch nicht. Wie ein Bescheuerter. Oh, ich bin ein Zombie. Ich hab die längste Zunge der Welt. Sehr schön. Dann habe ich euch den Tod jetzt auch mal gezeigt. Ich frag mich echt, warum das so, ne? Unschön ist mit dem E drücken. So, diesmal. Ist mir nicht mehr auf den Riss, ja, da kannst du nicht mehr viel nehmen. Der Körper ist schon. Hat der jetzt eine Granate geschmissen? Was ist das? Soll mich nicht stören. Wir werden alle wiedergeboren! Nein! Okay. Das war das rote leuchtende Kügelchen. Müsste mir Stase mal irgendwie auf dem Hotkey legen. Ich nutze das kaum. Lalala, Schneewanderung. Hier hatten wir doch auf dem Hinweg mit diesen komischen, schnellen Viechern zu tun. Aber jetzt ist hier ruhig. Gefällt mir. Mein Finger tut weh vom E drücken jetzt. So. So. Okay, Isaac. Ich hab satt, mich hier rumzuschlagen. Danik hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. So ein Jammerlappen, ey. Ach, hier sind wir wieder. Okay, jetzt geht's da rein. Der ominöse Kistenaufsteller war wieder da. Das Rätsel haben wir letztens ja schon gelöst. Nachgeladen haben wir. Hey, Moment, hier ist doch der Bohrer. Hey, ich hoffe nicht, dass der jetzt wieder irgendwie angeht. Aber ich denke nicht. Irgendwas im Inventar, was wir nicht brauchen? Ja, den geilen Elektroschocker. Muss ich mal. Och, das gibt es doch nicht, ey. Okay. Das haben wir ja schon. Boah. Du hast mich erschrocken, du kleiner Drecksack, ey. Nee, ist klar. Komm, fang alles brennen an. Peitsch mich nicht, sonst hole ich die Fleischpeitsche raus. Na, hast du verloren. Kannst mir mal glauben, ey. So, hier ist auch Ruhe. Die habe ich letztes Mal alle schön sorgfältig zerstampft. Ist er noch? Und jetzt sind sie auf einmal wieder da. Wofür mache ich mir denn die Mühe? Oh, der Kistenaufsteller. Dankeschön. Ja, fahr noch langsam am besten. Nein! Wie ist das? Lass das sein. Ach, komm schon. Fahr's mich nicht an. Dann werde ich sauer. Moment, ich würde gerne diese Körper hier erstmal zerstören. Nee, Kollege, nee, 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 nee. Und Feuer. Brenne. Und du auch. Der Flammenwerfer ist richtig geil. Vor allem gegen diese kleinen Viecher. So. Alles, was alles, was zerbrechlich ist. Gefällt mir richtig gut.
Ich bin befugt. Befugter kann man gar nicht sein. Hey Leute, bin wieder da. Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So, was muss gemacht werden? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Sehr schön. Ich gehe hoch. Dafür brauchen wir jetzt aber unsere geile Waffe. Schätze ich jetzt einfach mal, sonst hätten wir die Teile dafür nicht sammeln müssen. Die sieht echt cool aus. Hat was von so einer Gaff-Waffe aus Mass Effect. Ja, das haben wir da auch schon gemacht hier alles. Boah, hier ist aber gut was los, ey. Müssen wir überhaupt hin? Och, komm schon. Stase. Ist nicht wahr. Ich stehe direkt daneben. Aber okay. Was wäre mir nur unten das Stase-Modul, was ich dadurch jetzt aufgesammelt habe? Kapitel 12, Autopsie. Bastard. Kann ich leider nicht. Kapitel 12, Autopsie. Weiter. Tut auch nicht weh. Ich frage mich, wann es den Typen endlich erwischt. Hallo. Jetzt das gleiche Spiel auf der anderen Seite nochmal. Schätze ich jetzt einfach mal. Nochmal groß Arm abholen. So ist fein. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie sagen, gehen Sie in den Käfig. Mir gefällt das gar nicht, mich so in seine Hände zu begeben. Du Scheiße, aber es gibt Ärger. Ja, dann gib Gummi. Wieso tut er denn nichts? Hallo, Sportsfreund, ich bin hier drin. So, mach. Ja, hab ich doch. Ey. Ich hab die doch ausgerüstet, meine Güte. Jetzt sag mir nicht, durch diesen Bug-Exploit habe ich da jetzt irgendwie das Spiel quasi, ne? Ihr wisst schon. Wo war denn nochmal die nächste? Ah, die war unten. Ich probier's einfach nochmal. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal die andere mit, die unten noch an der Bank ist. Vielleicht wird die nur akzeptiert, weil die mit den Ursprungsteilen gebaut wurde. Ich hoffe es. Ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll. So, save. Du kommst mit. Also jetzt muss, ne? Weil das sind jetzt beide, mehr habe ich nicht. Jetzt lass es bitte klappen. Ja, es klappt. Mir gefällt das trotzdem nicht. Das muss doch stinken. Mach keinen Scheiß. Ich
bin nachtragend. Also Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nah dran sind. Dann? Ich schätze, dann schießen Sie okay, eine Sonde. Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Klingt gar nicht so schwer. Endlich was Simples, oder? Genau. Und ich habe nur eine langsam feuernde Waffe dabei. Oh Gott. Bah. Okay, da ist eine Synapse. Da auch. Lass mich raten, wenn ich auf euch schieße, passiert nichts. Falsch dabei. Hm. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Wie einen stärkeren Signalping? Bist du ein stärkerer Signalping? Immer noch nichts. Es muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Ich bin gerade übelst angespannt. Ja, was passiert hier? Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Ja, am Arsch. Sind Sie da sicher? Ich hab Angst. Nicht die Kleinen hier. Ich hab meine Flammenwerferwaffe nicht dabei. Fickt euch. Lad nach, lad nach, lad nach. Scheiße, ich will nicht. Lass mich in Ruhe! Isaac, alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Oh, nee, ne? Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Ja, gute Idee. Und ich bin der Dumme, der jetzt hier wieder... Schön, oder? Er hat gerade Ping gemacht. Hier ist mein Käfig. Ich möchte hier raus. Ich möchte echt nur noch raus. Ich will hier nicht sein. Bitte sag mir, dass ich noch genug Munition habe. Ja, es geht noch. Okay, den habe ich ja schon. Ja, komm, nehmen wir dich mal. Ja, die sagen aber alle nichts. Verarschen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, nee. Scheiße. Okay. Kommt und holt mich. Alles okay? Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Ich auch. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber. Noch eine? Noch eine. Oh, nee. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das gar nicht. Du. Oh nein, schon wieder.
raus. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Isaac, es hat funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Hol mich raus. Oh nein. Hol mich doch raus. Fickt euch. Das ist echt genau das passiert, was ich befürchtet hatte. Ich habe einen Flammenwerfer nicht dabei und die Viecher kommen. Fick dich. Fick dich auf. Kann ich echt verkloppen? Nein, 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 nein. Ihr werdet... Oh Gott, ich hatte gerade wenig HP, aber hallo. Nein, nicht schon wieder. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich drücke, wie behindert, könnt ihr mir glauben. Ja. Ja. Schnell mit Lebens auffüllen. Schießt euch alle zu Klumpen. Fickt euch. Fickt euch. Nicht nachladen, nicht Straße. So, und jetzt könnt ihr mich an Popo lecken. Du auch. Nein, nicht schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. Okay, das war hoffentlich die letzte. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchten. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Ich will hier einfach nur raus. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Wenn der Typ mich jetzt nicht hochzieht, bin ich mad. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Ich hatte echt kurz Schiss. Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja. Das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar. Hey, ihr wollt mich da nicht mit dem allein lassen, oder? Und Ellie? Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Ey, nee. Ja, klar. Isaac, wir treffen lass uns an der Felswand. Lass mich raus. Alles klar. Kollege? Mach keinen Scheiß. Oh, ich werd langsam paranoid, ey. Norton, öffnen Sie den Käfig. Ich wusste es. Nein. Ich wusste es. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Bastard. Norton! 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 Boah. Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. Kleiner, dreckiger. Ne, ihr wisst schon, ich möchte es jetzt nicht aussprechen. Dennoch, wie sieht's aus mit dem Speicherpunkt langsam? Das ist doch nicht zu fassen. Das da drin war echt gerade ungemütlich. Absolut ungemütlich, sagen wir es so. Ich hasse diese kleinen Viecher. Vor allem sahen die so aus, als wären die noch eine Spur krasser drauf. War der nicht gerade noch zu? Fortschritt wird gespeichert. Das war eine sehr intensive Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.